Mich wundert es aber, dass es hochwertig wirkt und super genau aussieht. Von daher, checkt es gerne mal aus. Eins, aha. Das heißt also, ich kann sogar in der Frontkamera reinzoomen, was das iPhone nicht kann, das Originale. Hey und willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe heute etwas ganz Besonderes für euch, denn in meiner Hand sind hier zwei Geräte, die super, super ähnlich sind, aber auch nicht unterschiedlicher sein könnten. Eins davon kostet nämlich 1500 Euro, das andere Gerät kostet aber tatsächlich nur 100 Euro. Und das schauen wir uns einfach mal genauer an. Das ist das iPhone 14 Pro Max und das die Kopie davon. Die ist tatsächlich gut kopiert, also davon gehe ich mal aus. Wir haben hier eigentlich eine Verpackung, die, ich will nicht sagen identisch ist, aber die ist schon sehr, sehr stark am Original. Hier an der Oberseite hat jetzt mein Exemplar mal ein bisschen was an, ja, beim Versand ein bisschen was an der Verpackung abbekommen. Aber ansonsten ist hier alles sehr, sehr gleich. Wir haben hier von den Abmessungen eigentlich ein identisches Produkt. Der Farbton ist ein bisschen, also wirklich minimal unterschiedlich, aber ganz ehrlich, wenn ihr sogar bei der Aufschrift mal schaut, in einem bestimmten Winkel ändert sich diese Aufschrift auch in die Gerätefarbe. Jetzt hier das Violett schön zu sehen, auch im Fake-Modell ein bisschen stärker als beim Original, muss ich zugeben. Auch beim Apfel das genau gleich, aber wie gesagt, bei den Abmessungen auch von der Höhe ist alles identisch. Also schaut mal, das haben sie wirklich sehr, sehr gut hinbekommen dieses Mal. Na, Kamera, so. Also es ist wirklich sehr, sehr gut gemacht, dass wirklich alles von den Abmessungen her genau gleich sind. Nochmal, damit ihr es genauer wisst, rechts hier in meiner Hand ist das Original und links eben das Fake. Beides mal iPhone 14 Pro Max. Und das Ganze sieht auf der Unterseite so aus. Hier befinden sich tatsächlich ein paar Unterschiede. Ich gehe davon aus, dass diese ganze Aufschrift vielleicht auch nur unbedingt für den deutschen bzw. europäischen Markt so ist und deswegen ein bisschen mehr Text vorhanden ist, wohingegen eben diese Fake-Modelle tatsächlich einmal global für alle hergestellt werden und dementsprechend dann keine deutsche Aufschrift. Und auch hier schön zu sehen, dass hier irgendein anderer Lieferant da abgebildet ist wie bei uns. Also wir sehen hier schon ein Zertifikat aus UK für den europäischen Markt und das hier ist, glaube ich, irgendetwas aus Indien. Da bin ich ein bisschen überfragt, um ehrlich zu sein. Aber schreibt mir doch gerne, wenn ihr es genauer wisst. So sehen also die Rückseiten beider Geräte aus. Einmal beim Original ist natürlich der Öffnungsmechanismus. Jetzt drehen wir das Ganze um. Das gibt es beim Fake-Modell nicht. Und da gibt es aber noch ein paar Besonderheiten, deswegen packen wir doch mal beides gleichzeitig aus. So, wir haben hier zwei unterschiedliche Modelle. Rechts das Original, da kommt gleich das Smartphone uns entgegen. Auf der linken Seite ist noch diese antistatische Folie. Und jetzt gibt es aber nochmal eine Besonderheit, nicht erschrecken. Diese ganzen Logos und die Sticker, die werden deswegen drauf gemacht, damit dieses Gerät auch durch den Zoll kommt. Aber wenn wir das Ganze jetzt mal entfernen, wird das, naja, hoffentlich zumindest mal, sehr stark wie das Original aussehen. Also ich packe das jetzt einfach mal aus. So. Also selbst der Rahmen hat eine Folie, damit auch wirklich da auch alles keine Kratzer beim Transport bekommt. Das finde ich also schon schön, dass sie sich so Mühe geben, wenn man das so haben möchte. Aber ich werde dann nachher was dazu sagen, was ich da generell von diesem Gerät halte. Aber jetzt holen wir uns doch mal das Gerät dazu. Wir haben beides mal die lila Variante. Ich habe mich deswegen dafür entschieden, weil das ist einfach das Modell, was am meisten gekauft wird, auch in Deutschland. So. Und ihr seht hier minimale Farbunterschiede. Also wenn ich das so hinhebe und ein Side-by-Side einen Vergleich dann anbringe. Ich meine, klar, beim Kameramodul sieht es ein bisschen anders aus, aber ansonsten ist das mit diesem Frosted Back wirklich gut gelungen. Auch der Rahmen ist mehr farblich gleich, nur vom Material gibt es Unterschiede. Rechts das Original, da ist nämlich diese Lackierung in Hochglanzoptik, was mir gar nicht gefällt. Und hier ist es eben wie beim iPhone 14 eher, dass es eben kein Hochglanzlack ist. Na, komm, Fokus, dass wir da eben die Fingerabdrücke nicht so sehr sehen. Das ist tatsächlich beim Fake-Modell ein bisschen schöner, aber man kann ja nicht alles haben. Bei den Kameramodulen gehen wir jetzt mal stark davon aus, dass hier alles legitim ist. Das ist der iPhone 14 Pro Max, 1500 Euro. Und hier glaube ich, stand jetzt mal daran, dass das hier tatsächlich eine Kamera ist. Und diese beiden sind keine Linsen. Wobei, wenn ich das jetzt genauer anschaue,
sieht es sehr stark nach Kameralinsen aus. Da könnte ich mich aber irren. Und auch der LiDAR-Sensor, der dürfte nichts Originales sein. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir packen die Geräte aus. Achtung. Immer ein schönes Gefühl. Und ich boote auch schon das originale iPhone, sodass es auch angeschaltet wird. Während das geschieht, machen wir das hier, befreien das auch mal von dem Display und schalten dieses Gerät auch mal ein, in der Hoffnung, dass wir hier ebenfalls ein Apfelzeichen sehen. Also zu diesem Zeitpunkt ist kein Unterschied zu erkennen. Natürlich haben wir hier ein OLED-Display, dass die Schwarzwerte identisch sind überall. Und hier sieht man ein bisschen, dass es halt ein LCD-Display ist, weil hier auch ein Rahmen zu erkennen ist. Nachher dazu aber mehr. Aber bisher ist noch gar nicht großartige Unterschiede zu sehen. Rechts ist schon soweit das Smartphone, das lege ich jetzt mal daher. Und hier eben das Fake-Modell, was tatsächlich nur 100 Euro gekostet hat und bisher jetzt mal alle Erwartungen erfüllt. Und dieses Smartphone ist jetzt auch schon soweit. Entsperre das mal. Wow, okay. Das Entsperren ging schneller als gedacht. Und ich mache es ein bisschen dunkler, damit wir was sehen können. Okay, das Swipen funktioniert einwandfrei und wow, okay, sogar die linke Leiste funktioniert. Also hier ist schon wirklich eine Menge geboten. Ich guck mal, dass ich das originale iPhone jetzt auf den Stand bringe, sodass wir hier wirklich gute Vergleiche hinbekommen. Und ihr seht auch schon hier eine große Besonderheit, die ich vorher gehofft habe, aber nicht gewusst habe, dass es tatsächlich so ist. Und zwar die Dynamic Island. Das heißt also, wir haben wirklich auf der Oberseite zwei Geräte, die sehr, sehr ähnlich aussehen. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob man es in der Kamera so sehen kann, dass die Dynamic Island, also die Frontkamera hier an dem kleinen Licht ein bisschen versucht, dann auch mit so einem Sensor das zu erkennen. Das Rote, hoffentlich ist es auch ersichtlich für euch. Und das ist natürlich bei dem Fake-Modell nicht der Fall. Da passiert gar nichts und da haben wir nur eine Kamera hier vorne, weil ja natürlich nichts mit Face ID zu tun hat. Aber das ist der jetzige Stand. Wenn ich jetzt hier auf das Wetter tippe, was passiert dann? Ich muss erst die Stadt eingeben und es sieht ein bisschen anders aus. Dann gehen wir wieder raus. Hier zieht er sich die Daten natürlich vom Wi-Fi oder ich kann das ebenfalls dann genau steuern. Jetzt ist das linke natürlich ein bisschen hängen geblieben. Okay, ihr habt es gesehen, es ist ein bisschen ruckelig. Aber ich wische nach links. Und es sieht für meine Begriffe schon sehr ähnlich aus. Das Vision ist nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Ich meine, wir reden hier von einem 1500 Euro Smartphone und links eben etwas nur knapp 100 Euro. Und da habe ich auf jeden Fall in der Vergangenheit schon deutlich, deutlich Schlechteres gesehen. Auch der App Drawer oder die App Mediathek auf der rechten Seite ist auch gefaked worden. Also das, was es hier wirklich ins Detail geschafft hat, ist schon sehr, sehr, sehr krass. Gehen wir mal in die Einstellungen. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall auch etwas, was identisch aussieht. Wenn ihr mal von oben nach unten wischt, also auch das Menü ist sehr, sehr gut gefaked. Also wir haben hier, ich will nicht sagen eine 1:1 Kopie, aber es sieht schon sehr stark danach aus. Was mich aber wirklich interessiert, ist, wenn ich auf das Control Center gehe, dann kann ich hier etwas verändern? Nein, ich kann hier natürlich keinerlei andere Apps hinzufügen, wie ich es beim originalen iPhone kann. Aber gehen wir mal zurück. Sign to your iPhone. Ihr seht auch schon an dem originalen, da habe ich meine Apple-ID hinzugefügt. Aber wenn ihr so ein Gerät im Internet kauft, dann würde ich es auf keinen Fall empfehlen. Wir geben hier jetzt mal irgendwelche Daten ein und sagen mal bisamratte@fakeiphone.com und als Passwort geben wir ein 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sign in. Und was passiert? Gar nichts. Ah doch, jetzt. Ihr seht auch schon, ich bin hier quasi angemeldet mit Daten, die es gar nicht gibt. Und das hat einfach folgenden Grund, weil einfach solche Geräte werden prinzipiell nur dafür gemacht, damit man hier Daten, klauen kann. Das heißt also, diese Daten, die ich da eingegeben habe, sind jetzt bei irgendwem gelandet, aber ich habe das Gerät ja gar nicht mit Wi-Fi verbunden, aber das ist eine Masche, die ich auf jeden Fall vorher schon wusste und deswegen auch niemandem empfehlen kann, sich mit so einem Gerät dann auch wirklich anzumelden. Wenn ich jetzt mal verschiedene Apps öffne und wieder schließe, möchte ich jetzt einfach mal sehen, was hier so passiert. Ah, okay, sogar dieses Menü haben die hier nachgemacht. Natürlich, das ist schon Wahnsinn.
die Größe, natürlich, okay, eine Sache, die mich ein bisschen stört, ist natürlich, dass beim originalen iPhone, dann sieht man schön, dass die Bildschirmränder überall gleich schmal oder gleich dick sind. Und bei dem ist es eben nicht der Fall, typisch Android, dass eben links und rechts der Rahmen gleich dick ist, so wie oben. Aber an der Unterseite ist es noch ein Ticken dicker als oben. Und das ist einfach nicht symmetrisch. Und das stört mich ein bisschen. Aber, oh, jetzt hat es wieder aufgehängt. Oh, ist das schlecht. Einstellungen. Was mich noch interessiert, ist, wenn man mal in das Menü geht und schauen wir mal, welche Softwareversion anscheinend drauf sein sollte. Beim Originalen ist es aktuell iOS 16.2 und das hier sagt iOS 16 sei drauf und es gibt noch kein neues. Also es ist wirklich up to date und wirklich, wirklich gut gemacht, aber trotzdem würde ich dieses Gerät nicht empfehlen. Eine Sache machen wir noch. Jetzt schauen wir uns mal die Kamera an. Okay, es ist natürlich kein Vergleich. Farben sind nicht ganz so akkurat, aber das Menü sieht identisch aus. Und wenn ich jetzt hier auf den Zoom gehe, ändert sich gar nichts. Hier kann ich drauf gehen und ihr seht auch schon, dass es einen Unterschied gibt. Nochmal auf 1, 2, zweifacher Zoom, das beherrscht das Ding. Okay, so. Und dreifach? Dreifach zoomt er auch rein. Was aber nicht ganz so sehr stimmt, weil ihr seht auch schon, den Abstand zwischen dreifach und einfach ist ein bisschen höher. Also schauen wir hier nochmal, dreifacher Zoom ist nicht ganz korrekt, weil natürlich das eine Linse ist, die, ja, wo wirklich nur diese eine Linse hier oben funktioniert. Der Rest ist einfach nur eine Attrappe. So, Frontkamera, oh, das ist ein riesengroßer Unterschied. Wow, okay, seht ihr schon, wie langsam das Ding arbeitet auf der linken Seite? Oh, eins, aha. Das heißt also, ich kann sogar in der Frontkamera reinzoomen, was das iPhone nicht kann, das Originale. Video, passiert gar nichts. Video, doch, hat bloß länger gebraucht. Slow-Mo, Kinomodus ist nicht vorhanden. Slow-Mo, funktioniert hier nicht. Timelapse, doch, jetzt bin ich bei... Was ist denn jetzt passiert? Ach. Naja. Okay, also ihr seht auch schon, das Gerät ist wirklich, na hallo, jetzt aber. Das Gerät ist nicht schlecht, es ist sehr gut kopiert. Es ist aber trotzdem keine Empfehlung, natürlich einfach, weil solche Geräte auf den Markt kommen. Nur damit ihr gescammt werdet, nur damit eure Daten abgegriffen werden, was ich natürlich niemandem empfehlen würde. Mich wundert es aber, dass es hochwertig wirkt und super genau aussieht. Von daher, checkt es gerne mal aus. Aber was haltet ihr davon? Okay, was soll ich sagen? Ich habe euch ja darauf hingewiesen, dass das tatsächlich sehr gefährlich sein kann, weil es ist im Prinzip nur darauf hinaus, eure Daten abzugreifen. Deswegen fertigen die solche Geräte auch an. Aber unterm Strich muss ich auch zugeben, dass vor ein paar Jahren noch die Geräte super schäbig gefälscht wurden. Und mittlerweile diese Fake-Geräte sehr, sehr ähnlich aussehen. Nicht nur äußerlich, sondern auch was die Software betrifft. Natürlich ist jetzt die Verarbeitungsqualität nicht extrem gut. Ich würde jetzt keinen Drop-Test damit machen. Aber ich bin froh, so ein Gerät auch mal gesehen zu haben und einfach mal zu sehen, was alles möglich ist. Aber ich möchte euch jetzt nichts verlinken, kauft euch das Gerät also nicht. Von daher, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Meine Meinung ist relativ eindeutig, aber auf eure bin ich echt gespannt. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, abonniert gerne den Kanal, weil dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, see ya.